So, liebe Leute, jetzt geht's Ihnen mal an die Wäsche. Also an die frisch gewaschene Wäsche natürlich. Es ist ja mal häufig wirklich so, gerade so im Winter hat man ja das Problem, da kann man die Sachen nun mal nicht raushängen. Oder so im Herbst, also wenn so Schmutzelwetter ist, nicht wenn die Sonne scheint, dann ist klar, ne, raushängen. Aber gerade auch so, wenn man unterwegs ist oder man weiß wieder plötzlich nicht, wo die Wäsche hin soll, dann hat man schon die nächste Trommel fertig gewaschen, aber die andere Wäsche ist immer noch nicht trocken. Naja, Sie kennen ja das Problem. Wohin mit der Wäsche? Vor allen Dingen so schnell wie möglich trocknen. Das wäre doch gut, wenn wir da nicht eine Lösung hätten von Pearl TV und von Sydney Bites. Sydney, wie machst du das mal mit deiner Wäsche eigentlich? Was machst du hier bei mir bei der Wäsche? Ja, hallo. Ich habe doch gesagt, ich gehe Ihnen heute an die Wäsche. Schönen guten Tag. Ja, bei uns wird heute getrocknet. Ja, wie machst du das immer mit deiner Wäsche? Du bist ja auch viel unterwegs, ne? Am Wochenende bist du lediglich mal in Köln und da muss es ja auch so sein, dass die Wäsche so schnell wie möglich auch trocknet. Ich bin ein Waschsalongeher. Ich gebe es hier zu, ich gehe in den Waschsalon. Ich hatte mir bisher noch keine Waschmaschine einfach kaufen können, weil ich bin immer nur hier. Mhm. Und wenn ich zu Hause bin, dann ist alles schon zu. Und hochtragen mag ich auch nicht. Ja, die liefern, ich weiß, aber naja. Und das Problem ist aber, dass ich dann nicht alles trocknen kann. Ja. Also gehe ich dann nach Hause und hänge das meiste, Hemden, T-Shirts, auf die Heizung. Mach mal im Sommer die Heizung an. Nee, das funktioniert im Sommer gar nicht. Doch, bei mir schon, aber es ist super teuer. Ja, aber die Miete, bei den meisten ist es ja so, dass die Mieter oder Vermieter dann natürlich auch die Heizung abdrehen. Mhm. So. Auf was wir eigentlich hinauskommen wollen. Anderer Trick, Sie können es in die Mikrowelle tun. Nein, also bitte, liebe Zuschauer, tun Sie mir einen Gefallen, hören Sie bitte nicht auf Sydney, sondern wir haben eine passendere Lösung für Sie. Und zwar drei Lösungen am Stück. Mit einer fangen wir an, die ist ganz praktisch auch für unterwegs. Vielleicht sind Sie ja so ein Campingtyp oder jemand, der viel verreist, so mit einer Ferienwohnung oder Ferienbus, Ferienhaus, wo auch immer. Und da haben wir einen Heißlufttrockner mit einem Ionisator. Genau, unser mobiler Heißlufttrockner mit einem Ionisator. Sie denken sich jetzt, was, mobiler Heizlufttrockner, fährt der, kommt der zu mir, wenn ich ihn brauche, aus dem Schrank? Nicht ganz, aber Sie können ihn wirklich überall hin mitnehmen, wohin Sie möchten. Ja. Sie können ihn bei sich zu Hause aufstellen, aber auch, wie gesagt, im Campingwagen oder auf dem Campingplatz, wenn Sie dort Stromanschluss haben, aber auch ganz kurz im Hotel, mal auf Reisen. Na, geh mal da die Wäscherei benutzen. Da bist du ja schon arm, bevor du angefragt hast. Richtig. Und der hat den großen Vorteil, es gibt ja auch, vielleicht kennst du das auch, man war einmal kurz irgendwo in der Gaststätte, hat sich ein frisch gebügeltes und gewaschenes Hemd angezogen, man kommt wieder nach Hause, nach einer halben Stunde, man riecht wie ein Aschebecher. Aschebecher. Ne? Das kennst du doch auch. Und meistens will man dann ja nicht gleich die Wäsche sofort wieder waschen. Also was macht man? Man hängt es hier rein, denn das Ganze neutralisiert auch Gerüche und vermindert Bakterien und Keime. Das ist klasse. Das ist super. Bisher habe ich meine Sachen immer in die Gefriertruhe gegeben, denn das ist auch gut dafür, um die Keime und die Gerüche rauszubekommen. Aber das Problem ist, wenn du die Sachen in die Gefriertruhe tust, die Jeans zum Beispiel, dass die Jeans am nächsten Morgen steht. Ja, aber hast du in deiner Gefriertruhe kein Essen? Doch, aber ich bin ja nur mein Single-Haushalt und wie man hier vom Kochen schon mitbekommen hat, ich habe da nicht so viel Sachen drin und es sind so viele Fächer, da ist genügend Platz für Jeans und Sachen, so mal so. Ja. Ja, gerade schön, wenn man die Sachen am nächsten Tag morgen braucht und es ist kalt sowieso draußen. Gut, dass du dir da mal keine Verkühlung holst, das musst du ab sofort nicht, wie gesagt, hier in unseren Wäschesack oder Heißlufttrockner einfach hineinhängen. Denn wie gesagt, das Schöne ist hier natürlich auch, es tötet Bakterien und Keime. Richtig. Jetzt denk doch auch mal an kleine Kinder, die spielen, haben natürlich auch Kuscheltiere. Und die tust du da rein, die Kinder? Die tust du sehr praktisch, die passt doch gerade gut hier rein. Nein, nicht ganz, du tust lediglich die Kuscheltiere bitte hier rein. Ja. Auch natürlich nicht die Kinder in die Gefriertruhe, sondern wirklich einfach die kleinen Plüschtiere hier rein und schon wird das Ganze... Jetzt haben wir mal genug geredet. Wie funktioniert das Ganze? Denn das ist doch wahrscheinlich die große Frage im Universum. Ja. Wie funktioniert denn? Trockner kennen Sie alle zu Hause. Der steht da irgendwo rum, ist ein dickes Teil. Aber wie trocknet das Ding? Schauen Sie mal. Wenn Sie das hier sehen, auf dem Fußboden, hier liegt das Gebläse, der Ionisator, der riesen Föhn. Das ist ein flexibler Heißluftmotor, der ist hier an so einem Schlauch befestigt. Mhm. Und diesen Schlauch, den steckt man dann einfach hier in dieses Zelt, nenne ich das jetzt mal. Also ganz simpel und einfach erklärt. Genau. Und dann kann ich das hier mit drei Wärmestufen regeln. Genau, wir haben hier einmal cool. Wie kühl? Oh, der funktioniert sogar. Darf ich dir? Nein. Du darfst... So, was haben wir noch? Erzähl. Dann haben wir mittel, low. Und wir haben high. Okay. Wie hoch?
natürlich habe ich hier auch noch eine Zeitschaltuhr. Das heißt, Sie müssen gar nicht jetzt immer daneben stehen und abwarten, wann ist denn dieser Trockner fertig. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Einfach die Zeitschaltuhr einschalten und schon funktioniert es natürlich auch so, dass es einfach ausgeht, wenn Sie das möchte, nach einer gewissen Zeit. Ist genau, das ist wie eine Eieruhr, die kennen Sie von zu Hause. Sehen Sie, das habe ich ausgemacht, ich bin auf 0. Und wenn ich jetzt hier auf 30 gehe, dann würde er jetzt 30 runter ticken und dann automatisch ausgehen. Also, wie gesagt, das Ganze kommt hier, ja. Der Schlauch kommt hier in die Öffnung. Mhm. Warten Sie mal, ich drehe das mal ein bisschen ins Licht, damit man das sieht. Sehen Sie das? Kommt hier rein und es verschließt einfach sehr gut, weil der Schlauch wirklich da reinpasst. Und der Schlauch ist aber nochmal flexibel. Also wenn Sie da gar nicht so viel Platz haben oder Sie müssen ein bisschen um die Ecke, dann können Sie das Ganze auch ein bisschen biegen. Also es ist ein flexibler Schlauch. Den kennen Sie wahrscheinlich wie von Ihrem Trockner oder von einem Trockner des Nachbarns, der hinten rauskommt, der Abluftschlauch. Und dann geben Sie Ihre Wäsche rein, haben wir ja schon mal gemacht. Bitte natürlich die nasse Wäsche oder eben Wäsche zu auffrischen, ja, oder richtig, andere Gegenstände. Sie können das Ganze hier schließen. Mhm. Es ist aber nicht hermetisch abgesiegelt. Es sind hier zwei Gucklöcher, Greiffächer drin. Mhm. A, zum Gucken, ist die Wäsche schon trocken. Ja. Und natürlich, dass auch die A, diese Kondensluft, diese feuchte Luft entweichen, ja, kann. Ich habe hier noch ein kleines Fenster, wie du siehst. Also ich sehe, wenn hier was passiert oder wenn es trocken wird und kann es dann einfach wieder öffnen und habe dann meine trockene Wäsche. Also ich muss sagen, ich denke da natürlich auch an die Studenten, die natürlich jetzt keine Waschmaschine haben, die natürlich auch vieles mit der Hand einfach im Waschbecken mal ausspülen, dann einfach hier reinhängen. Ganz viel Zubehör wird Ihnen auch mitgeliefert unter der NC 3272 und der 569 für unseren mobilen Heißlufttrockner für keine 30 Euro. Wie gesagt, Zubehör kommt alles mit dazu, ob das die Wäscheständer sind, die Trocknerbox oder Kleiderbügel, Klemmerchen, aber natürlich auch so ein Kleidersack. Alles wird mit dazu geliefert. Wir kommen gleich auch noch zu einem nächsten Produkt. Das, was du dich jetzt hier gerade schmückst, das ist immer noch unser erstes Produkt. Bitte beachten Sie den Sydney einfach nicht. So, wir machen weiter mit einem Handtuchwärmer. Das finde ich natürlich auch etwas sehr, sehr Schönes. Sie kennen das vielleicht. Also Nee, wir sind erstmal noch hier, so, liebe Sydney. Wir kommen gleich weiter. Ach, und zwar, man kennt das vielleicht, man hat eine Wohnung, eine schöne Wohnung und da gibt es aber noch diese alten Heizkörper. Ne? Mhm. Und gerade so in kleinen Bädern ist es natürlich verschenkter Platz. Mhm. Man könnte die jetzt nachrüsten lassen, indem man nochmal die ganzen Fliesen abpackt. Ist natürlich auch sehr teuer. Oder man kauft sich einfach den hier von Pearl TV. Ich habe hier mal gezaubert. Pass auf, tata! Das hier ist unser beheizbarer Handtuchwärmer. Ja, den hefte ich einfach nur oder hänge ich einfach nur an meine Wand. Das sind hier so kleine Dübelchen, die werden mitgeliefert, die Schräubchen. Und dann kann ich das ganz einfach an meine Wand montieren. Das sind 5 Heizstäbe. Klasse, oder? Ich gucke gerade, weil ich habe wirklich, wir hatten ja Wochenende, ich war gerade zu Hause heute, gestern Wochenende, und habe dann auch mal gesehen, ich muss mal ein bisschen sauber machen. Auch die Heizung mal wieder im Bad. Und ich habe eben diese klassische Heizung, von der du sprichst. Ja. Diese lange, gerade mit den vielen, vielen Stäben. Und die sind nicht so, nennt man das, weit auseinander wie diese Stäbe hier, sondern sind sehr nah aneinander. Und wenn du die sauber machen willst, kommst du kaum mit dem einen Finger rein. Und das ist sehr schwer zu reinigen. Es ist voller Staub. Gucken Sie sich mal, wie einfach, wie schön das hier ist. Es hat natürlich auch einen praktischen Effekt. Also durch die 5 Heizstäbe, na klar, ich hänge hier einfach die Handtücher dran. Ja. Sie werden viel, viel schneller trockener. Also zum einen können sich nicht die Bakterien so schnell sammeln. Das heißt, nasse Handtücher stinken ja auch so ein bisschen. Ne? Das hat diesen einen Vorteil. Ja. Und dann ganz ehrlich, im Winter. Jetzt denk doch mal, du kommst aus der Dusche, es ist draußen kalt und du kannst dich in dein schönes, warmes Handtuch einmummeln. Wie klasse ist das denn? Das gibt so ein richtiges Luxusfeeling fürs Badezimmer, wie man sonst aus den hochwertigen Hotels kennt, so 4-5-Sterne-Hotels. Ja, klar. Ne? Also wenn Sie überhaupt gar kein Heizgerät haben in Ihrem Badezimmer, nicht mal diese Handtuchheizung, die standardmäßig manchmal schon drin ist, dann definitiv ist es jetzt die Zeit, sich so ein Ding zu installieren. A, weil es sehr gut und klein ist, es stört nicht, es ist gut anzubringen, es geht auch nicht bis zum Boden runter. Und das ist natürlich auch, ich finde persönlich eben diese Weite, die wir haben zwischen den Stäben, da lässt sich eben auch gut was aufhängen, sie kommen gut rein, es ist leicht zu reinigen, es ist mal staubig in der Wohnung und das ist bei so, Sie kennen das, bei Heizkörpern nicht immer so angenehm. Also es ist eigentlich eine schöne, und schauen Sie mal, ganz einfach zu bedienen, Strom ist in jedem Haushalt und natürlich hat dieses Gerät auch einen An- und Ausknopf und schon
heizt es auf. Genau, bis 64 Grad heizt es sogar auf. Das ist viel, das reicht. Das reicht definitiv. Das hier sind schöne, robuste Heizstäbe, hier, die Sie hier sehen, aus Aluminium. Mhm. Und jetzt möchte ich nochmal zu unserem Beispiel Studenten zurückkommen. Also wie gesagt, man wäscht, also ich habe das früher immer so gemacht, ja, in meiner Ausbildung, wenn es mal schnell gehen sollte, irgendwelche Handtücher oder Socken dann einfach nur im Waschbecken ausgespült. Und da kann ich das ja auch schön zweckentfremden und damit trocknen. Ja, natürlich. Wie gesagt, und es passt wirklich, ich möchte was wetten, an fast jede Badezimmerwand, sei es nun über der Toilette oder hinter dem Eingang, neben dem Waschbecken. Also da finden Sie bestimmt ein Plätzchen. Also das lässt sich einfach wunderbar montieren. Schauen Sie mal hier hinten. Da haben wir ja, wie gesagt, die haben das Schraubenset ist schon dabei mit Dübeln. Genau. Ne? Und dann haben Sie hier, schauen Sie, Sie brauchen es einfach nur hier anzuhängen, in die Schraube, arretieren, fertig. Und schon hängt und schon wie leicht. Guck mal, das ist doch super leicht. Das ist auch übrigens nicht nur leicht, sondern auch Spritzwasser geschützt oder beziehungsweise geschützt gegen senkrecht fallendes Wasser. Also wenn die Wäsche, die sie hier aufhängt, doch mal ein bisschen nasser sein sollte, ist gar kein Problem. Nämlich nach Schutzklasse IPX1. Also das ist ja auch genormt, das geht alles seinen Gang, das ist alles in Ordnung. Und vor allen Dingen wirklich, wenn Sie jetzt nicht gerade Eigentümer von der Wohnung sind, dann haben Sie ja sowieso kein wirkliches Mitspracherecht, ob man jetzt sein Badezimmer hier mal umgestalten möchte mit größeren Aktionen. Und von daher, das darf man auf jeden Fall. Wie gesagt, da muss man jetzt keine Wände aufreißen, keine Fliesen abmontieren. Nein. Das geht alles seinen Gang. Nein, überhaupt nicht. Und wissen Sie, wenn Sie es gar nicht schrauben wollen, da gibt es im Handel ja immer diese wunderbaren Klebebeschichtungen, Ja, sieht so ein bisschen aus wie Knete oder Kaugummi. Ja, das hält, wissen Sie, weil das wiegt überhaupt nicht. Das hält definitiv auch dran, nicht wahr? 65 Watt in der Leistung, super sparsam und vor allem, Sie müssen es ja nicht unbedingt als Wäschetrockner benutzen. Sie können es ja auch ganz normal als Wäscheständer bzw. Wäschewärme benutzen. Also wenn ich so ein Handtuchwärme sehe, das erzeugt immer so für mich so ein Gefühl von einem Hauch von Luxus. Also das ist hochwertig, das ist teuer, derjenige hat viel Geld. Mhm. Also das ist schon, ich meine, wenn man mal in Baumärkten vergleicht, die können ja schon richtig Geld kosten, die billigste 100 Euro. Die kosten auch richtig Geld. Und das, denkt man, war auch bestimmt der Grund, warum Sie jetzt noch keine zu Hause haben. Weil Nachrüsten in der eigenen Wohnung, die vielleicht noch gemietet ist, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Und da sollten Sie jetzt mindestens sofort anrufen, 0180-5151. Dreimal die 2 und mal Ihre Wohnung aufpeppen. Es ist wieder Zeit, Frühjahrsputz. Warum nicht beim Frühjahrsputz auch mal neue Sachen rein und mal ein bisschen bessere Qualität im Leben, ja? Also ich hänge ja mein Handtuch immer noch so auf so einen Haken an der Tür. Aber ganz ehrlich, das ist schon ekelhaft, wenn ich mir das jetzt mal so überlege. Da sammeln sich die Bakterien, dass irgendwann wird es muffelig und stinkt. Ja. Und dass das doch hier eine super saubere, hygienische und luxuriöse Variante für diesen kleinen Preis. Ja. Definitiv. Also werben Sie ab jetzt Ihre Handtücher und genießen Sie das Leben im Luxus. Genau, für keine 36 Euro kommt dieses Luxusfeeling ins Badezimmer zu Ihnen nach Hause unter der NC 3550 und der 569. So, jetzt haben wir hier den elektrischen beheizbaren Wäscheständer. Das ist ja auch wieder so ein Gerät in dem Haushalt, das man ja hat, wenn man keinen Trockner hat oder wenn man eben viel Wäsche hat, die nicht trocknet. Geeignet ist. Da habe ich wieder ein Liedchen von zu singen. Ich habe eben so einen Wäscheständer, den habe ich noch von meinem Vormieter geerbt. Der ist richtig durchgebogen. Weißt du, diese Drähte, also das ist alles nicht mehr so schön. Nee. Aber die Kosten, das günstigste, was ich gesehen habe bei Cody, 15 Euro. Habe ich mir gesagt, nee, 15 Euro, komm, muss nicht sein. Ich nehme das alte Teil. Pass auf, wir haben eine Lösung für dich, Sydney. Ist gar kein Problem. Nämlich, wir haben hier einen beheizbaren Wäscheständer. Ja, sieht jetzt erstmal aus wie ein ganz normaler Wäscheständer. Wollte ich gerade sagen, der ist doch ganz normal. Nein, ist er gar nicht. Denn das hier, das sind Heizstangen, was Sie hier sehen, liebe Zuschauer. Das heißt, wenn ich das hier anschließe, wir haben hier nämlich noch einen Stecker für die Steckdose, dann heizt das Ganze sich auf, es wird warm bis 50 Grad und dann trocknet meine Wäsche natürlich auch viel, viel schneller. Hm. Moment mal, ja, das ist natürlich eine Zeitersparnis, ich müsste meine Heizung im Sommer nicht anmachen, weil ich stelle immer den Wäscheständer neben die Heizung in der Küche und drehe dann volle Kanne auf und freue mich am Ende des Jahres über die Rechnung. Allerdings. Das ist eine schöne Sache. Ja. Das ist mal eine gute Idee von Herrn Doktor. Ja, das ist schön. Es ist richtig klasse Erfindung. Also auch gerade hier wieder natürlich kleine Einzimmerwohnungen, wo man natürlich jetzt keine großen Wäsche... Genau, da kann man es nämlich gut anbringen. Also wieder mal die Studenten, nicht wahr? Ja. Ja, aber auch alle Haushalte, die bisher Sachen trocknen mussten, die definitiv nicht in den Trockner dürfen. Davon gibt es eine Menge. Bei vielen Kindern und Familien, da gibt es bestimmt bei Ihnen auch zu Hause eine Menge Sachen, die momentan immer noch auf dem Wäschereck landen. Sogar vielleicht draußen. Viele hängen das, wenn sie einen Garten haben, draußen auf.
So, kann schön. Man ja auch machen. Da fahren die Autos vorbei, da kacken die Vögel drauf. Die Umwelt ist nicht mehr die schönste, wie sie vor 30 Jahren war. Weil draußen würde ich meine Sachen nicht mehr aufhängen heutzutage, ehrlich nicht. Ja, wenn man jetzt vielleicht auf dem Land wohnt oder irgendwo, da geht das noch. Ah, aber wenn man gerade so auf Nähe einer Straße wohnt, das macht schon nicht viel Freude. Und ganz ehrlich, das ist nicht nur für den Winter nutzbar, natürlich auch für den Sommer. Richtig. Wenn Sie sagen, ich habe Zeit zum Wäscheaufhängen in der Wohnung, dann muss man das ja nicht anschließen. Das ist ja ein schöner, hochwertiger Wäscheständer, der ist auch hier sehr robust wieder aus Aluminium. Genau. Das heißt, Sie bekommen hier sehr, sehr gute Qualität nach Hause. Und ob Sie das jetzt anschließen, das ist natürlich Ihre Sache. Aber es erleichtert ungemein die Arbeit einer Hausfrau. Genau, 150 Watt in dem Verbrauch und der Leistung, wenn Sie ihn nutzen. Sie entscheiden ja, wie lange Sie ihn nutzen. Sie entscheiden über die Heizdauer. Also da ist, wie gesagt, wieder der kleine Sparfuchs wieder dabei. Und vor allem, es läuft nicht an, das Aluminium. Ja, wenn Sie dann nasse Wäsche haben, es läuft nicht an. Sie kriegen da keine irgendwelche Flecken, braunen Flecken oder so, wie man es manchmal wenn man auch von der Heizung kennt, wenn man es da auf die Heizung legt, machen ja andere noch, dann wundern sie sich manchmal, woher die Flecken kommen. Das ist ein schönes Gerät, das ist die Sichler elektrische Heizmaschine, sage ich, Heizständer für Wäsche, aber für alle anderen Sachen eigentlich auch, die beheizt werden müssen oder die beziehungsweise, da könnte man rein theoretisch auch seine gefrorenen Steaks drauflegen. Um sie aufzutauen, überlegen Sie mal, im Camping oder so, überlegen Sie mal daran, vielleicht ein bisschen zweckentfremden. Das Ding hat viele Einsatzmöglichkeiten. Du, Camping ist ein gutes Stichwort, natürlich auch für den Campingwagen, für das Wohnmobil kann man das gut nehmen. Natürlich. Das kann man ja einfach wieder zusammenklappen, ganz platzsparend. Schau mal, das machen zusammen. Wir mal ganz kurz. Wir zeigen mal, wie platzsparend das ist. Ich falte mal hier. Das zeigen wir Ihnen mal, damit wir Ihnen auch nichts vom Pferd erzählen. So, na dann klapp mal zusammen. So, warte. Sehen Sie hier? Sehen Sie das? Sehen Sie den Lauf? Okay. Ich mach mal hier. Sehen Sie den Lauf hier? Ja, kann man sehr gut sehen. Und jetzt einfach platzsparend. Kannst du mal meine Karten? Ich kann die auch assistieren. Ich muss das nachher schieben. So. Jetzt einfach platzsparend zusammenklappen. Ab hinter den Schrank, unter das Bett oder wo auch immer Sie das gerne hintragen möchten. Das passt in jede Ecke. Ja. Also wenn Sie da keinen Platz zu Hause haben, dann weiß ich nicht, in welchem Schuhkarton Sie wohnen. Aber das passt wirklich in jede Ecke, das Kabel kommt weg und wenn ich es wieder brauche, zähle die Sekunden. 2 Sekunden. Bang. So, Moderationskarte kriegst Vielen du Dank. Zurück. Elektrischer, beheizbarer Wäscheständer aus dem Hause Sichler für unter 70 Euro. Da sparen Sie eine Menge Geld, Sie sparen eine Menge Ärger und Sie sparen vor allem Zeit. Ja. Denn so getrocknete Wäsche über die Heizung oder über einen ganz normalen Wäscheständer, da sind Sie im Tag schon dabei. Und vor allem im Winter sind sie 1,5 Tage dabei. Kenn ich. Genau, und auch das ist natürlich wieder geschützt nach IPX1, geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. Also auch das ist ein geprüftes Gerät, schlagen Sie hier zu. Das ist ein Qualitätsgerät. Und wie du gerade sagst, hiermit kann man sich eigentlich nur Zeit sparen und vor allem auch Geld. Ich meine, Wäschetrockner, weißt du, was die an Strom verfressen? Also wenn er nicht gerade doppelt, und es gibt keinen eigentlich Wäschetrockner mit Doppel-A. Sie kennen das ja, wenn Sie eine neue Maschine kaufen, Sie suchen ja immer die Leistungsklasse. Ja. Und AAA+, wie Waschmaschine, ja, aber Sie finden keinen Wäschetrockner mit AAA, da geben Sie tausende Euro von auf. Die haben immer B oder C. Fresser, Stromfresser sind das. Deswegen habe ich zu Hause keinen. Genau, das finde ich auch gut. Dafür kannst du dir das jetzt gerne mitnehmen, falls auch du wieder das Problem hast. Das ist aber nett. Vielen Dank. Ja, warte, für die Sendung lassen wir es hier noch stehen und dann darfst du es gerne mitnehmen. Schlagen Sie zu unter der NC 35 49 und der 569. Du hast es gerade schon gesagt, für keine 70 Euro kommt dieses tolle Haushaltsgerät zu Ihnen nach Hause. Und wie gesagt, wenn Ihr Mann sagt, nicht schon wieder ein Haushaltsgerät, dann sagen Sie, das ist gar kein Problem, das nimmt keinen Platz weg. Genau. Das klappe ich einfach zusammen, stelle es hinter den Schrank, das merkst du gar nicht. Werfen Sie Ihren Mann vor die Tür und kaufen Sie einen neuen, nämlich hier den beheizbaren Wäscheständer aus dem Hause Sichler Haushaltsgeräte. Das hat mehr Wert, glauben Sie mir. Ja, Sydney, was hältst du davon, wenn wir noch mal eine kurze Zusammenfassung machen? Können wollen wir gerne. Wir? Also, wir hatten eben zuerst... Angefangen haben wir mit unserem Heißlufttrockner mit Ionisatortechnik, mit der Bestellnummer NC 3272 und der 569 für keine 30 Euro. Einfach zusammenklappen, kann man überall mit hinnehmen und einiges Zubehör wird hier auch mitgeliefert. So, genau da haben wir es hier beim Sydney. Schön, wie du das präsentierst. Gefällt mir gut. So. Weiter ging es mit unserem beheizbaren Handtuchwärmer fürs Bad. Einfach an die Wand, entweder mit Schräubchen dübeln oder wie du den Tipp gegeben hast, auch einfach nur zum Kleben. Mit der Bestellnummer NC 3550 und der 569 für unter 36 Euro. Oder man spielt damit auch einfach nur Gitarre.
Holen Sie sich dieses Allzweckgerät nach Hause. Es lohnt sich vor allem. Und natürlich unseren beheizbaren Wäscheständer zu guter Letzt. Jetzt heißt es schnell zuschlagen. Viel Spaß damit.